Schule, Arbeit und Kind. Doch wir sind mächtig stolz darauf, dass wir Gamer sind. Hey, klick, der Rechner geht an, das ist Feeling pur. Ich liebe meinen Rechner, meinen Monitor, meine Maus und Tastatur. Der Bildschirm geht an, der Rechner fährt hoch, es dauert wieder, Mann. Noch einen kleinen Moment, dann geht es los, dann bin ich auf der Datenautobahn. Gamer sind geil, weil wir haben Spaß am Leben. Gamer sind geil, weil wir immer Gas geben. Gamer sind geil, geil. Und das, meine Lieben, lassen wir uns nicht nehmen. Jawohl, hallo liebe User-Gemeinde und Zocker-Gemeinde, willkommen zurück bei mir beim Spawn 0705. Und mit dabei die Wildsau. Ich grüße euch. Ja, lang ist es her, wo wir meinen letzten Livestream gemacht haben. Da lief auch ein bisschen was schief bei mir. Da hatte irgendwie mein Aufnahmeprogramm nicht wirklich funktioniert. Dann war halt eine kurze Pause und heute haben wir gedacht, wir zocken heute mal wieder auf die neue Map bei dem Spiel Sea Hunter. Die haben natürlich auch ein paar Veränderungen mit reingemacht und zwar haben sie jetzt den Grauwolf mit hinzugefügt und das Tickhornschaf nach dem letzten Let's Play, was nicht wirklich richtig funktioniert hatte. Ja, wir legen einfach mal los, mal gucken. Okay, gibt's nichts Neues. Judy, dann starte ich einfach mal das Intro und dann sehen wir uns dann gleich im Spiel. So, und Sea Hunter. Create Game. Hoffen wir mal, dass soweit alles funktioniert. Tja, wenn natürlich alles klappen sollte, habe ich dann am 24. Dezember 2016 ein neues Spiel. Das wird dann der Landwirtschaftssimulator 2017 sein. Darauf habe ich schon lange gewartet. Hab auch schon viele Let's Plays angeguckt und andere Livestreams von anderen Usern. Das Spiel sieht ja echt interessant aus. Wo? Und Wilzo, was macht bei dir so die Welt? Erzähle. Nichts. Nichts. Das kennt man ja gar nicht von dir. Oh Mann. Oh. Müsste theoretisch dann gleich oben sein. Ich habe schon mal Ton, aber noch kein Bild. Oh, wenn ich wieder hier meinen Arbeitsspeicher sehe und meine CPU-Auslastung. Oh, da habe ich nichts offen. Na komm, latsch aus. So, ich bin im Spiel drin. So, mal gucken. Pity Hammer. Matthias hat man glaube ich auch gehabt. Ja, mehr hat man ja eigentlich hier nicht. Munition haben wir auch genügend dabei. Ich überlege, ob ich meine Armbrust mitnehme. Ja, habe ich auch schon überlegt. Wir haben auch wieder was anderes. Wie war dein Name noch? Spawn 075. Ja, ich nehme meine Armbrust mit. Da kann ich mal noch leisere Schüsse machen, falls du bei mir in der Nähe sein solltest und halt, ne? Hm.
So, die grünen Pfeile wollen sie haben. Ja, wie lange der Livestream natürlich geht, kann ich nicht sagen. Kann sein, dass irgendwann spontan der Livestream beendet werden muss. Da ich bloß ein bisschen Zeit habe, kann sein, das können 2 Stunden sein, 3 Stunden sein oder 4 Stunden. Schauen wir einfach mal. So, was nehmen wir mal noch mit? Nehme ich noch einen Revolver mit? Besser wär's, wa? Man 44er mit. Man weiß ja nie. Gerade wegen der Bären. Ich hab's ab und zu mal gehabt, dass mich ein Bär einfach angegriffen hat. Ey. Mich kotzt es dermaßen an, dass das Stream nicht lief. Wenn mein Programm noch gekackt ist. Da hat sich vor mir ein Bär aufgestellt gehabt. Ich konnte ihn gerade noch so richtig schön mitten ins Herz reinschießen, wo er sich auf mir gestellt hatte. Ging ja auch die Sause. So sieht's gut aus. So machen wir's. So, ziehen wir durch. Sieht ja geil aus. Es wird ungewohnt werden. Der Basco sitzt hier, na mein Kleiner. Warst du artig? Würde ich sagen, laufen wir einfach mal Richtung Wasser. Da hatten wir ja Glück gehabt beim letzten Mal. Oh. Wie war das letztens gewesen bei Facebook? Hat man mal Ruhe, mal Zeit zum Zocken, wirst du zugespammt von irgendwelchen Leuten. Boah! Alter! Was? Ich drehe mich um, du stehst genau vor mir! Mann, du kannst mich doch nicht so erschrecken, Junge! Oder? Was hast denn du drum hier? Sieht aus wie ein. Ist ja geil. Mundschutz, ja? Das ist cool. Aus halt leider das Verkehrte. Aber ich will mich mal erstmal gucken. Das. Macht es. Papiti gibt's da auch noch. Ja. Ich brauche ich nicht. Lockrufe Hirsche. Maultierhirsch gibt's ja. Also Also ich machen habe wir. folgende Colors mit, und zwar habe ich einmal den für Maultiere und den für Rapetis, weil mehr habe ich nicht. Also Revolver nehme ich auf jeden Fall mit. Stimmt, Das brauche ich. den muss ich mal noch durchziehen. Da war ja noch was. Wenn es gerade 44er. ist. Machst du nichts verkehrt. Underscore ist jetzt schon cool. Oh, Leute.
Drei Zuschauer haben wir schon. Ich begrüße euch herzlich bei mir auf dem Stream. Ihr kommt gerade zur richtigen Zeit, wir haben gerade erst angefangen. So, also ich laufe definitiv runter zu den Seen, da habe ich bis jetzt immer Glück gehabt. Ah, ich komme danach. Alles gleich. Ich laufe schon mal vor. Basko, komm mit. Mein Büffelgewehr nehme ich mit. Ein Büffelgewehr. So für einen Bären ausgelegt. Weil mit einem Schuss habe ich den Bären noch nicht. Mit einem Schuss habe ich noch nicht geschafft. Ich schon. Also Lungentreffer, sagen wir es mal so. Dafür ist ja dieses Forum oder dieses ist die Hunter-Wiki ja sehr gut, weil da kannst du ja genau gucken, wie der Bär aufgebaut ist und dann wirst du, wo du ansetzen musst. So. Revolver nicht. 44er. 44er, ja, das ist eigentlich der beste für Großbild. Was mit Visier, ja? Ja, freilich. Ich muss doch was sehen können. Mann, ich überlege gerade, wann ich meinen letzten Stream gemacht hatte. Also drei da Monate? Fünf, 3 Monate? Nee, so lange doch nicht. War schwer. 2 könnte hinkommen, ja. 1 oder 2 Monate ist es her. Den ich ja versucht hatte, der ging ja nicht, hat er ja nicht geklappt. Der ging ja schief. Bis jetzt läuft's noch. So. Warte mal. Bin echt mal gespannt, wenn der Osch kommt. Ah. Eng ist ein dehnbarer Begriff, das weißt du doch. So, Pity nehme ich noch. Hast du noch was für ein Horsch? Das Ohrs nachgegeben nicht mit. Nehme ich meinen Hund mit? Ne. Also, ich würde dir empfehlen, nehmen mit, machst du nichts verkehrt. Man kann sie gegenseitig sich trainieren, weil ihr sagt, die müssen dir das auch lernen, dass sie auch nur auf dich hören, nicht auf andere Besitzer, weißt du? Ja, nehme ich dich halt mal mit. Ne, das war's nicht. Wenn Leckerli ist, das reicht. So. Kriegst du dein Halsband? Jetzt. Wo bist du denn? Unten haben sie angekommen. Ist mein Hund? Hallo? Will mein Hund nicht? Rufen wir. Was für ein Scheiß? Ich kann doch gerne Befehle ausführen. Guck mal im Inventar. Der ist drinne. Okay. Dann tun noch mal raus aus dem Inventar und fügen dann noch mal ein. Weil das hatte ich nämlich auch schon mal gehabt.
Scheiße, ey. Jetzt noch keine Spuren. Geh nochmal raus, komplett. Jo. Wildsau getrennt. Nein! Jo! Bleib stehen. Bleib. Runter. Alter, hab ich schon Schwein. Gewehr raus. Hier liegt ein Verpiti. Ein großer. Warum? Der schläft. Cool. Das ist abgefahren. Alter, ist das ein Monstrum. Jinosko. Die Wölfe, die sie hinzugefügt haben, tun die auch andere Tiere jagen? Weiß ich nicht. Weil es steht kein Abschuss da, steht Dobus da, Nosko. Bei Wölfe? Den abgeschossen oder was? Ich hab den Dings hier abgeschossen, hier, den Rapiti hier, männlich. Aber wo ich auf den drauf geballert habe, kein Abschuss. Bist du weiter geschlafen? Ich glaube nicht, dass er geschlafen hat, so wie er da gelegen hat. Gucken, was sagen die Spuren hier. Rocky Mountain war PT, ja. So, ich sehe meinen Hund. Siehst du ihn, ja? Wer weiß, was es war. Oh, ich freue mich richtig. Endlich wieder auseinanderzogen. Stimmt, ist ja bei dir auch ein Weilchen hier, ne? Hat mir richtig gefällt. Kann ich zu. Du bist alleine sind. Wie bitte? Willst du alleine sind oder. Pff, das ist mir wurscht. Kannst mitlaufen, wir können alleine laufen. Wenn wir alleine laufen, also ein bisschen getrennt laufen, können wir wie nennt man das hier? Treibjagd. Ja, das kann man auch machen, ist eine gute Idee. Wie viele Meter? Sagen wir 500 Meter? Ja, das reicht vollkommen. Und fast schön auf die Berne war. Du auch großer, ne? Ich weiß auch nicht, wie die Wölfe reagieren. Das werden wir noch merken. Ja. So auch angreifen, das wäre richtig geil. Och, ich liebe Regen. Ich nicht.
Der liegt. Alter, gerade mal. Ja. Knapp 20, 30 Minuten gespielt. Und schon ein Abschuss. Weiblicher. Irgendwo dort hinten. Ah, hier sind ganz viele Tiere. Ey. Das ist Wahnsinn. Die Uhrzeit hätten wir schon merken. Alter, das ist ein Geweih. Machen wir ein Foto. Jo. Über WhatsApp oder wie? Hm. Mach doch. Wo haben wir denn hier? Hier haben wir die Wildsau. Kamera. Aufnehmen. Heilige Scheiße. Welche Uhrzeit hast du denn eingestellt? 5.37 Uhr steht da unten in dem Hunter mit. Ach, alles klar. Man merkt, das ist lange her. Bild kommt. Oh. Linke Lunge, rechte Lunge, glatter Durchschuss, männlich. 329,8 Kilo schwer. Distanz 133,8 Meter. Und ein Score von 334,408. CS-Wert 60,4. Geil. Ah, das Vieh liegt so geil da. Das lassen wir natürlich. Was, guck mal her. Auch wenn du nicht viel gemacht hast. Alter, Alter, ist das Riesending. Sag ich doch. Ja, die Wapiti sind anders. Wie auf der anderen Map. Hm, die sind größer Finde irgendwie. Du weißt, was ich vor? Was denn? Ich will mir für uns T-Shirts machen lassen. Ja. Die Idee hatten wir auch schon mal gehabt. Das Problem ist, wir hatten nicht viele. Ich hätte auch einen Sponsor gehabt, aber ab einer geringen war die Menge war gering, um das drucken zu lassen. Und der hätte vielleicht gerade mal pro T-Shirt 10 Euro bezahlt, aber war zu wenig. Ne, ich hoffe es fair. Und sag mal Bescheid, wie viel du haben willst, ne? Nicht, dass du das alles selber bezahlt hast, das sehe ich nämlich schon nicht ein. Teil will ich machen lassen. Okay. Erstmal. Anja, du und ich. Das klingt gut. Und da, deswegen, ich weiß ja nicht. Ich will ja erstmal. Also den Schädel, war? Ja. Den würde ich weiß lassen.
Die Mütze eventuell rot? Hm. Die Schlange Wölfe. Da drauf? Ich höre einen Wolf? Ja, ich auch. Rasko runter. Bleib runter mit dir. Da kam irgendwie aus deiner Richtung die Töne. Wenn noch 88 Meter bist du von mir entfernt. Hm. Spaß gemacht, nicht so ein Krach. Mein Gott. Ich hatte sie nicht anlocken können. Oh, jetzt warte ich ab, bis die das Angebot raus war mit dem Color. Die Wölfe. Oh, ich hatte keinen Hunter mit Ausschlag gehabt mit den Wölfen. Ne? Ne, hat nicht ausgeschlagen. Gehört habe ich sie. Jetzt habe ich hab nicht. Oh, gar nicht mal so weit weg. Ui, ui, ui. Schon auch. Das go runter. Meine Fresse. Ich meine geruchsrette Tiere dabei? Natürlich nicht. Laut den neuen Color kann man ja auch damit weibliche Wapitis anlocken, ne? Laut Beschreibung.
Also kann passieren. Also müsste es ja theoretisch hier auch mit den normalen WebPTI auch gehen. Ich probiere es einfach mal. Ich glaube, es war nicht, aber probieren kann man es. Yes. Siehst du ihn oder was? Papier die Menschen. Yeah. Wart man soll. Danke. Halt mal dran. Bloß noch da. Muss er bloß noch ankommen. Und Wolf. Der ist bei mir. Hast du den schon auf deiner Hand mit dir gehabt, den Wolf? Gerade eben. Ich noch nicht. Bleiben sie, die reagieren ja genauso wie die normalen Kojoten. Das heißt also, sie hören ziemlich gut. Und ich habe meinen Baumsitz nicht dabei. Komm, rufe nochmal. Zug gerade nach der Spur. Mal gucken. Gucken, was am Bosco? Da hinten. Oh, du sollst nicht rennen, du Töle. Mann.
jetzt noch keine Tiersprung gesehen vom Wolf. Wo ich eigentlich in der richtigen Richtung laufe. Mensch, wo ist denn die Spur? So weit weg war der gar nicht. Ah, da haben wir sie. Los, zeig mir, welche Richtung bist du gelaufen? Sink. Okay. Also die Wolf-Spurensuche haben sie noch auf Englisch drin. Ja, da hinten läuft er jetzt. Er hätte schon vorne auf dem See bleiben können. Na gut. Oh, mein erster Schuss heute. Dann leg los. Oh. Wie jetzt? Zwei Schüsse. Aller Anfang ist schwer. Scheiße. Hast du deinen Hund dabei? Lässt ihn ausbluten und dann hast ihn. Hier ist er ziehend. Lol. Gesehen habe ich ihn schon mal. Und groß? Nicht größer als für die Kojoten.
Oh, die Scheißtiere sind jetzt im Wald reingerannt. Schnauze! Hört auf zu heulen. Ich hab trotzdem einen gekriegt von euch. Quatsch, was Falsche. Also einen ersten Grauwolf habe ich schon mal. Cool. Umgefallen? Ja, freilich. Ein Schuss. Ein Treffer. Insgesamt waren es 4 Stück. Also aufpassen. Oh, die sind ja niedlich. Willst du ein Foto haben? Ja. Okay. Du schon mal siehst, wie die aussehen. Ist aber dunkel, mein Handy. So. So. Mal einsacken. Weiblicher 49,2. Distanz 37,8. Körper, rechte Lunge, Eingeweide, Beckenknochen. Oh, das Ding ging durch. Ersten Grauwolf freigeschaltet. Cool. So, mal nachladen hier. Bärenspur. Okay. So, das ist brav. So, mal gucken, was wir hier haben. Achso.
Machen wir doch mal einen Lockruf, mal gucken, ob wir irgendwas haben. Oh. Grüßli, Bär. Hast du ihn gehört, oder? Ja, gehört, aber ziemlich nah. Hasse bergauf. Gucken, entweder läuft er mir entgegen oder er läuft weg. Da hinten ist er sehen. Der liegt. Ich nehme vor, so meine normalen Knarre. Hast den Schuss eigentlich gehört? Willst du? Ja. Okay. Ich hab ihn gehört. Der Schuss war auf jeden Fall geil. Der ging zwischen ein paar Bäume durch. Also so dazwischen durch. So, dann zeig mir doch mal her den Burschen. Das war ein Headshot. Okay. Der ist ziemlich hell. Also, ja. Das sieht aus wie ein Teddybär. Weibchen oder was? Weiß ich noch nicht. Bin noch nicht so weit. Ein Weibchen. Gucken wir doch mal rein. Weiblich, ja.
Totaler Headshot. Körper, Schädel, dritter Halswirbel. 142,9 Kilo schwer, weiblich, Distanz 76,8 Meter. Mensch, was hat denn unsere Kleine schon wieder da draußen? Warte mal, fragen, bin ich wieder da? Jojo, mit der Ruhe, mit der Ruhe. Mensch. Mordihirsch ziehend. So, Bosco. Ach, nicht hierher. Bleib. Ja, wieder da. Jo. So, mal gucken, wo diese Maute-Hirsch ist.
Fängt immer an zu regnen, ey. Bei mir noch nicht. Jetzt so, wirklich nicht so. Also heute ist nicht mein Tag, das weiß ich jetzt schon. Abwarten. Da ist eine Spur. War Pity. Flüchtend. Sehr schön. Toll, hab ich bloß einen Scheißhaufen, weiß nicht, wo das Vieh hingerannt ist. Mann, dieser Scheißregen, ey, muss der jetzt sein? Ja. Na ja, dann hat dieser Maut erst Glück. Kann aber da leben. Okay. Basko, bleib. Runter mit dir. Und ich leg mich auch mal hin. Wow! Schuld mir?
Scheiße! Nein! Ja, ich hab ihn gehört. Ich glaube, den habe ich nicht erwischt. Der ging daneben. 2 Zentimeter. Sehr schön. Also, endlich. Gewicht 330 Kilogramm. Körper habe ich getroffen, rechte Lunge, Herz, linke Lunge, Leber. Geil. 59 CS. Nicht schlecht, meiner. Nicht schlecht. Du besserst dich, ja? Nee, den habe ich nicht gekriegt. Dann hätte ich jetzt hier irgendwo eine Blutspur. Mann, das ärgert mich schon wieder total. Ich dachte, das Vieh haut ab, wo du geschossen hast, weil ich habe den Schuss ja gehört. Auch keine Reaktion, da habe ich einen Bogen rausgeholt, will das Vieh abknallen. Schießt natürlich volle keine 2 bis 3 Zentimeter vorbei. Schick dir mal ein Bild. Jo. Mann, hört das mal auf mit Regnen. Doch scheiße. Fängt es schon wieder an mit Regnen, ne? Naja. Regen ist lästig, richtig lästig. Das Problem ist auch, du hörst dann auch ganz schlecht. Ja. Und da ich ein ziemlich gutes Headset habe, drückt es den Ohrenschmalz richtig ins Gehirn hinein. Da habe ich schon auch, keine Ahnung, 2% Systemlautstärke. Also wenn meins kaputt geht irgendwann, dann hole ich mir auch richtig, richtig gutes Headset. Am besten ohne, ohne Kabel. Was? Ohne? Kabel. So. Ja, muss da jedes Mal Batterien wechseln. Das ist bei der Maus auch nicht, nicht anders. Ja. Ich brauche schon für einen neuen Rechner, Frank. Wie jetzt? Schon mal online. Oh Mann. Warum? Hä? Warum? Wirklich? Nicht. Was stört dich in deinem Rechner? Sag mal. Der ist langsam. Langsam. Was hast du an CPU-Leistung? Oh, keine Ahnung, will ich jetzt nicht. Müsste mal gucken. Bei Gelegenheit. So, Basko, bleib runter mit dir.
Das Einzige, was ich in meinen Rechner reinbauen werde oder würde, eine neue Grafikkarte. Und Arbeitsspeicher. Da brauche ich mir keinen neuen Rechner zu kaufen. Hab ich alle schon durch. Also ich habe jetzt den Rechner, den ich mir selber zusammengebastelt habe, 6 Jahre. So wie jetzt hier dasteht. Und Teile kamen immer nach und nach neu hinzu. Statt mir immer einen komplett neuen zu holen. Weil da musst du jedes Mal das komplette Ding mal einschicken und das ist scheiße. Siehst du doch bei deinen Frauchen. Somit holst du einfach ein neues Teil, wenn du das Geld hast und kannst weiter zocken. Ohne großartige Wasserzeit. Ich hab doch keinen Dunst von sowas. Ja, jetzt angenommen neuen CPU. Wenn ich wüsste, was du für einen Sockel hast, das kriegt man aber raus. Ja, hör auf zu blägen, komm her. Das kriegt man raus, das ist kein Thema. Und ja, Grafikkarte und die meisten Boards ja alle PCI. Ist auch kein Thema. Hast du ja genauso. Ja, und Arbeitsspeicher ist auch kein Ding. Ach, Mensch. Ja, ich weiß, dass du näher kommst. Jo, das Tier spackt. Warst du Gourmet, du kriegst Arbeit. Wenn ich es getroffen habe, natürlich. Oh, gibt's doch nicht, ey. Meine Güte. Flüchtend. Na dann, leg los, Pasco. Pasco erreicht Level 6. Sie erhalten 100 GM. Okay. Hier liegt ein Bär. Tot? Vor meiner Tür. Ich weiß es nicht. Was mache ich nun? Nur angucken und sagen, ob dir dann oben rechts das angezeigt wird. Wenn es nicht angezeigt wird, und er wird nicht hier diese Umrandung, dann ist er tot. Wird er angezeigt, dann hast du ein Problem. Dann solltest du drauf schießen. Er wird nicht angezeigt. Dann ist er tot.
Das ist doch kein Bär. Hä? Frank? Ja. Hast du Maultierhirsch geschossen? Wapiti, ja. Und der ist abgehauen? Der ist abgehauen, ja. Einen gefunden. Okay. Ja, der blutet auch. Harrig. Dann sammeln einen für mich. Alles 0-0. So. Oh. Ja. Och man. Wurde aber nicht angezeigt bei Sea Hunter. Also war. Dann war es wieder die Wölfe oder so. Keine Ahnung, weil ihr sagt, wir haben jede Menge tote Tiere. Ich hatte vorhin sie auch ein Wapiti gehabt, männlichen. Mit dem großen, fetten Geweih, aber alles 0-0. Ist das merkwürdig. Mhm. So, wo ist mein Hund? Da hinten. Denkst du wirklich, die Wölfe greifen die Tiere an? Andere Tiere an? Also, ich hab's schon mal bei Kojoten gesehen, wie sie die Hasen gejagt haben in Lodgers Point. Also sag's mal so, cool wär's. Ja. Also mein Hund ist gut. Mein Hund ist diesmal gut, der findet schnell die Spuren als ich. Mal gespannt, wie das Tier reagiert, wenn mein Hund vor dem steht. Was, der Wolf? Nee. Mein Hund gegen den Wapiti, den ich angeschossen habe mit dem Dingens. Weil der ist ziemlich nah. Hier ist er doch flüchtend, okay. Bestimmt wieder zum Wasser runterrennen, wie es halt immer so ist. Wo ist mein Hund? Ach, da vorne.
Was go, rennst denn du hin? Ernst jetzt? Oh, Pasco, was machst du denn? Bleib doch nicht einfach in den Bäumen stecken. Immer noch flüchtend. Flüchtend. Jetzt geblutet. Es kommt wieder Regen dazu. Oh, ist das schön. Mann, scheiß verfickter Regen. Und er liegt. Wo ist er? Gut gemacht, Vasco. Der wollte rüberschwimmen. Hat's aber leider noch nicht geschafft. Und der Hund? Nein, der war schneller mit dem Abschuss. Aber es war gut. Der hat mir die Richtung gezeigt. Ich habe ihn bloß so durch einen leichten Schimmern habe ich ihn gesehen. Ich weiß, wo die Dickhornschafe rumstehen. Das würde mich auch mal interessieren. Ich denke mal irgendwo auf Felsen, denke ich mal. Glaube ich auch. Weil dann müsste ich ja eigentlich richtig laufen.
Mal gucken, wo steckst du denn eigentlich? Theoretisch, ja. Theoretisch, ja. Müsste eigentlich das richtige Gebiet sein. Wie viele Kilometer bist du jetzt schon gelatscht? Wie viele Kilometer bist du jetzt schon gelatscht? Wo steht denn das? Bei auf dein Handy mit unten links. 2782. Okay. 2888. Muss aber gerannt sein, ne? Ab und zu mal. So, dann sag mir doch mal den Brocken mal ein hier. Basko müsste theoretisch gleich bellen. Wenn er ihn gefunden hat. Jo, ich bin ja schon auf dem Weg, mein Kleiner. Ja. Alles wird gut. Wo bist denn du? Seh dich nicht. Ihr Fein hat das gemacht. Ja, komm hier. Hierher. Komm her. Komm. Komm her, Mann. Komm. Ja. Dann kuschel mit dem da. Keine Ahnung. Wurscht. Eieieiei, ist das ein fettes Ding. Also heute habe ich es mit ihm geweint, ne? Leck doch die Katze am Arsch, ey. Basko, komm hier. Komm her, Basko. Gefein hat das gemacht. Was machst du schön Sitz? Da bleib. Was? Runter mit dir. So ist brav. Oh, ist das böse. Gucken, wo habe ich denn den getroffen? Also im Pfeil sehe ich schon mal nicht stecken. Alter, dein fetten Arsch, ey. Na gut. Sammeln wir den mal ein. Boah, ist das ein Brocken, ey. Also, Gewicht 326,5 Kilo. Verletzungszeit 11, also 11 Minuten und 9 Sekunden. Dann Distanz, erster Schuss mit dem Bogen waren 53,6 Meter. Und der zweite Schuss mit dem Anschütz waren 124,6. Und der Hunterscore 411,455. Und ein CS-Wert von 76,5. Geil. Ist das ein Monstrum, ey. Ich will ihn gerne so ein bisschen seitlich haben. Perfekt. Alter, das ist das Böse. So, nächster Haltepunkt wird dann dort oben sein. Ich denke mal, da werden ganz viele Bären sein. Ja, laufen wir gleich in See entlang. Gehen wir ein bisschen auf Bärenjagd. Ist ja eigentlich die idealste Zeit, um zu fischen zu gehen.
Tiere backen ganz schön, ey. Zu viele Bäume, die müssten vielleicht ein paar Bäume mal entfernen. Oh, die wackeln und wackeln. Wackeli, dackeli. Wackeli, dackeli. Oh, männlicher Mautehirsch. Genau in der Richtung, wohin ich will. Oh. War bitte männlich. Na dann, Waldmanns Hai. Mit einem Büffelgewehr. Ist das Kaliber nicht ein bisschen zu groß? Nee. Wieso nutzen die nicht die Anschütze? Die hast du auch. Ein Weibchen habe ich noch erwischt, dann ist aber noch weiter gefahren. Aber ein Zweier, ja? Ein Weibchen, Männchen. Okay. Ein Pärchen. Du kannst doch nicht einfach die trennen. So, Basco, du machst hier bleib. Wir setzen uns hier auf der Lauer. Oh, Alter! Ich glaube, jetzt habe ich die Einholfrage. Meinst du? Nein, fehlt ein bisschen. Scheiße. Ich habe 166,50, du hast jetzt 119,80 und CS-Wert habe ich 76,50 und du 60,80. Aber fast. Und da hast du nur bloß 3 Abschüsse. Wieder Wapiti, interessiert mich gerade nicht mit dem Auto. Da kommt er. Erwischt. Pass, guck, komm, es gibt Arbeit. Mann, das Livestream läuft jetzt schon seit 1:30. Körper. Maltirosch ist circa männlich, Gewicht circa 70 bis 95 Kilo schwer, aber ein Handerscore sehe ich noch nicht.
kann hier noch das Weibchen mal gucken. Alter, das ist heftig. Puh. Dicker, das ist ja ein mächtiges Geweih. Guck mal, ob man das sieht. Oh, ne, sieht man nicht. Das leuchtet zu hell. Schade. Strahlt so hell, das Handy. So, wo ist mein Hund? Da ist er. Flüchtend. Ja, schön. Oh, jetzt reicht's mir, jetzt mach ich einen Ton aus, ey. Das geht mir sowas von auf den Sack. Willst du mal in Ruhe mal zocken, spam sie dich zu. Nichts von unserer Gruppe, nein, mich schreiben andere Leute an. Passt gerecht, Level 7. So, wo ist er hin? Ach da. Jetzt hin. Basko? Immer noch flüchtend. Das klang nach einem Bär.
Ich hoffe, dieser Bär ist nicht in der Nähe. Ja, manchmal habe ich das mit dem Hund, war. Weil, wie gesagt, ich wollte gerade nicht. Rapidi-Weibchen jetzt noch folgen, was ich angeschossen habe, war. Mhm. Und da kommt bei meinem Hund plötzlich Fragezeichen. Okay. Will nicht mal weiter. Aber woran es liegt, will ich auch nicht. Blutspur zu wenig oder so. Kann nur sein. So, Mordosch ist wieder ziehend. Welcher Level ist denn? Hältst du die V-Taste gedrückt, dann steht's da. 16. Ja, dann muss er doch auf der Reihe kriegen eigentlich. Den Hund ist schon Level 16, ja. Krass. Haben wir keinen Schafbock gesehen? Ich verstehe es nicht. Ja, mal googeln. Ziehend. Pasco, bleib. Bleib. Mach bitte mal dein Mikrofon stumm. Immer auf den Tunnel drauf. Wer weiterkommt, auf jeden Fall gegen Wand. Danke.
Der war neu. Neu interessiert mich nicht. Ich brauch's mit den alten. Spur verloren. Toll. Was ist denn du jetzt überhaupt? Über den Fluss. Boah, wir sind jede Menge Bären. Ich darf bloß gerne entgegenkommen. Ja, das soll meine Richtung wechseln. Ne? Ah, hier ist er. Ich hab ihn. Ist bloß ein kleiner. Dickhornschaf gefunden. Eben. Was? Gratulation wollte ich sagen. So, mich würde es nicht wundern, wenn es hier Bären gibt. Also ich höre welche, ne? Also so ist es nicht, aber am Fluss müssten die ja eigentlich richtig gut da sein. Gucken, wo treibst du dich jetzt gerade eigentlich rum? Okay.
runter, Pasco. Bleib. Ist auf der Straße. Der Bär. Mich würde es nicht wundern, wenn der runterkommt, um zu fressen. Das war so wieder mit dem Dickhorn schon. War bloß eine Spur. Gibt's. Komm ich eh. Die Luft wurde oben auch immer dünner. Im Ernst jetzt? Nee. So. Ich dachte schon. Cool wär's, ne? Mhm. Ey. Zum Beispiel, wie heißt denn die eine Map hier? Wo, auch hier, wo da hier die Steinböcke drauf sind? Die Wintermap meinst du jetzt, ne? Nee, Jedenfalls gibt's das in der O-Berge und da kannst du doch hier so ein na, Bergsteiger hier, Set da hier kaufen. Also. Solche Seile. Ja, ich weiß, was du meinst. Verbot. Nee, Verbot ist bloß nicht. Das ist schwer. Ich hab's noch nicht einmal geschafft, da rüber zu klettern, war. Und er liegt. Das ist jetzt schon der dritte Bär von heute. Also wo ich jetzt drauf bin, da hört es jetzt langsam auf, auch mit Bäumen. Fast keine mehr. Na los, Pasco, auch wenn es bloß ein kurzer Schritt ist. Punkte sind Punkte. Junge Herz. Na, der hat gut gesessen. Ja, fein. Meter, Körper, linke Lunge 15,95 und CS94. Gewicht 177,1 Kilo. Mm. Braun Bär. Ja, Pasco, komm doch mal hier. Komm. Warte dann halt nicht. Und wir laufen mal den Flusswärts hoch. Nächster halt oben die Gabelung. Hmm.
schon 6 Abschüsse. Okay. So ein Stein, okay. Basko, runter. Das ist alles tot, ey. Ja, hier auch gerade. Oh, ich trau der Sache nicht. Gerade unten an den Gewässern. Wo es die meisten Fische gibt. Basko. Ich höre was. Das ist wieder ein Bär. Yep. Wir machen uns rüber. Scheiße. Guckt man natürlich nicht rüber. So, Basko, bleib. Runter. So, das wird mal hier. Ich habe einen Ameisenhaufen entdeckt. Hm? Ich habe einen Ameisenhaufen entdeckt. Cool. Ich war mit Regner. Okay. Ich wusste, wo ist denn hier so ein scheiß Dickhornschaf hier?
Glasgow, ganz. Also hier unten sind ganz, ganz, ganz viele Bären. Oh Mann, ey. Lunge, Herz. Ah, oh, davon liegt er da schon. Ey, hier unten wäre es echt ideal, ein Zelt hinzustellen, ja. Wenn du auf Bärenjagd gehen willst. Mit Bärenfass optimal. Boah. Schön getroffen, das Ding. Jetzt fängt es bei mir an zu regnen. Hm. Oha. 311,6 Kilo schwer das Vieh. Linkes Vorderbein, linke Lunge und Magen. Sieht aus, als ob der Yoga machen würde. Cool. Oh, klatter Durchschuss. Boah. Brauchen wir ein neues Bücher, Alter? Ja? Kann man? Ärgerst du schon wieder dein Frauchen? Ja. Nicht? Ob ich die ärgern tue? Ey, im Ernst jetzt? Vasco, bleib. Ich finde keine Schafe. Oh. Da hinten? Nein, ist das ein Stein? Sehen die Schafe aus, schwarz oder braun? Das weiß ich nicht. Gibt's doch nicht. Weiter hier ran? Nö. Der Pfeil schlägt neben der links ein und die rennt nicht weg. Jetzt. Oh, mit Bogen. Mit Armbrust.
Ist auch ein weibliches Tier. Ich will nicht so weit abfahren mit den Punkten. Gucken, wo habe ich das Vieh getroffen? Oh, im Hals. Der ging sogar durch. Hals, dritten Hals, war wieder Schulterblatt, rechte Lunge. Regnet es bei dir? Nee, hat aufgehört. Geht nicht, oder los? So. Ich werde mich jetzt mal in der Tanne hier drinne verstecken. Und werde dann mal mein Tierchen füttern gehen namens Krebs. Jo. Eisgläschen. Bin das mal kurz weg. Meine Rauchen. Bis gleich.
So. Aha. Die Witze aus Orav kam. Das go her, ja. Sind ja. Ach, da oben. Bist du da, ja? Sehr schön. Was gucken wir? Ziehend, Küsslibär. Pasco, bleib. Leg dich hin. Irgendwo dort aus der Richtung. Da ist er. Also, hier unten sind ein Haufen Küsslis, ja? Großer. Das werde ich machen. Ich werde, wenn ich ein zweites Zelt haben sollte oder so, werde ich das hier unten aufstellen. Das ist echt gute Chancen, Bären jagen zu gehen. Oh, dein. Ach, scheiße, bloß ein Stein. Das kenne ich zu gut.
Da ist eine Spur. Juhu. Ach, eine Schnee. Wie ist denn die Schneetaube? Freilich. Fliegst du vor meiner Nase rum, ey? Ich glaube, es hat. Gibt's doch nicht. Ach, toll. Und kein Vogelschrot dabei, wa? Oh ja. Schnauze. Und er liegt. Boah, wie viele Bären habe ich denn jetzt erlegt? 1, 2, 3, 4, 5. 5 oder 6 Bären habe ich jetzt schon. Lunge, Herz. Da kullert er runter. Purzel, purzel, purzel. Körper, Schulterblatt, linke Lunge. Geil. Großer, du müsstest dich vielleicht ein bisschen anstrengen, wa? Hm. Punktestand, Gesamt-CS 334,50, du hast 119,80. Was ist denn jetzt los? Ja, ich hab einen gefunden. Na dann. Weidmanns Hai. Boah, es fängt an zu regnen hier. Dickhornschorf. Da noch eins. Schifft ja aus kann. Irgendwie erinnert mich das an Miscreated.
Schnelltransport durchgeführt. Ja? So Schnelltransport durchgeführt. Nee. Nee? Okay. Ah, jetzt. Wow. 18. Hallo Dani, ich begrüße dich. Das ist die ganz neue Map, die bei Sehanda rausgekommen ist. Oh, wie hießen die gleich noch immer? Komm nicht auf den Namen, sorry. Wie die Map jetzt heißt. Aber jedenfalls gibt es hier Grizzlybären, Grauwölfe, dann Dickhornschafe. Dickhornschafe. Rocky Mountain Wapitis gibt es hier, die haben übelst große Geweihe, das ist Wahnsinn. Und was war es noch? Maultierhirsche und ein Tier war es noch, ein kleines. Schneeschuh, irgendwas, irgend so ein Vogel. Ja. Genau, die Map ist es. Ja, 9 Abschüsse habe ich jetzt schon. Der Wilzer hat 4. Darunter, also bei mir, es waren jetzt glaube ich 5 oder 6 Bären. Also größte Bären, die ich jetzt erlegt habe. Dann 2 oder 3 Maultierhirsche und 4 Rocky Mountain Wapitis. Wenn ich jetzt richtig liege. Also auf jeden Fall, wenn ich, ich glaube, ich habe ein zweites Zelt noch, bin mir auch nicht gerade sicher, werde ich unten auf dem Fluss das Bärenfass aufstellen und definitiv ein Zelt. Also hier unten, das ist Wahnsinn. Aber das Einzige, was mir ankommt, ist dieser scheiß Regen. Einfach doch nicht entlassen. Ja, bei mir regnet es ja schon wieder. Am Morgen kann es wieder anders als sein. Oh. So, und da haben wir ein weibliches Maultierhirsch. Oh, auf der anderen Seite wieder mal. Wir locken es mal an. Ja, das war's nicht. Das hier. Ich hab übelst Problem mit FPS, ey. Wieso, leckt das bei dir oder wie? Hey, Slow Motion. Slow Motion? Ja, so Zeitlupe. Oh.
Läuft irgendwas im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall, Danny. Haben noch ein bisschen Zeit. Weiß nicht, wie lange mein Livestream gehen wird, aber wir haben vielleicht noch ein bisschen. Und da kommt es schon, das Weibliche. Lass uns noch ein bisschen näher rankommen. Machen wir es mit der Armbrust. Eigentlich wollte ich auf der Seite hier bleiben. Wo ist es denn jetzt hin? Ah, da ist es. Oh, es kommt genau auf mich zu. Zweiter Punkt oder dritter? Könnte dritter sein. Wir warten ab. Hier ist Missy, das dauert. Anders bleib stehen. Wie jetzt? Komm, schnell, 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 schneller. Erwischt. Was denn? Ständig werde ich hier hängen, ich kann nicht ausflippen hier. Zielt. Hi Bohnen. Ja, mit der Armbrust habe ich es noch nicht so wirklich richtig. So, mal gucken, ob wir dort eine Blutspur hier haben. Schlecht wäre es nicht. Ne, hier war es noch ziehen, dann ist hier rumgelaufen. Ja, und die Spur. Scheiße. Hast du es? Oh, eine ganze Härte. Oh, ich geh kaputt. Na dann. Nee. Leg los. Ah, das brauchen wir. Genau. Pasco. Komm, es gibt Arbeit für dich.
Danke, lieber Hund, du hast alles versaut. Deiner oder wie? Hallo Schlossi, ich grüße dich. Wo ist jetzt mein Hund hin? Warte oben. Das ist zurzeit jetzt der aktuelle Punktestand mit den Abschüssen. Da könnt ihr mal kurz mit rein erinnern. Schlossi, vielen Dank für dein Follow. Okay, der Berg klang jetzt ziemlich nah. Wo ist mein Hund? Dort hinten. Oh, wie ich das liebe. So, jetzt muss ich aufpassen. Das Berggeräusch kam hier ziemlich aus der Richtung, wo wir gerade lang laufen. Das sehe man ja. Schlecht wäre es nicht. Bei mir liegt es aber auch gerade volle Kanne. Keine Ahnung, was da wieder hier andere hat. So, wo ist mein Hund? Pasco? Wo bist denn du jetzt schon wieder hin? Ah, da hinten. Mensch, wie weit ist denn das gekommen, das Vieh? Ich muss ja wirklich gestriffen haben. Trabend, es ist schon mal trabend, das ist gut. Pass auf, hier rumzurennen. Pasco, bleib. Hört er nicht? Ich hab gesagt, bleib. Sag mal, komm hier.
lass mich raten, das ist bestimmt jetzt wieder verscheucht hier, ey. Was will ich meiner? Nee, ist noch ziehend. Jetzt wieder bergauf, das ist oder Kacke. Das ist ein anderes gewesen. Wird bestimmt wieder runter zum See gelaufen zu sein. Sag mal, Bosco, schiebst du mich hier oder was? Abend. Solange ich hier kein freies Schussfeld habe, ist das scheiße, um das anzulocken. Das wieder hier hoch. Zieht. Zieht. Und ich glaube von der U. Oh, oh, ganz viele Spuren. Okay. Eins bis 13 Minuten. Dann ist das wirklich schnell. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Mann. Hohe CPU-Auslastung, willst du mich verarschen? Okay. Wir versuchen es einfach mal. Pasco, bleib. Runter mit dir. Wir versuchen es einfach mal. Das heißt es warten. Das ist eigentlich die beschissenste Stelle, die man haben kann. Aber vielleicht ruft es ja. Also am Wasser ist es schon mal nicht. Soweit ich erkennen kann.
nicht das Vieh, was wir brauchen. Nee, da muss Pascal doch nochmal suchen. Also, es ist nicht weit weg. Es ist nicht weit weg. So geht's natürlich auch. Okay, das ist aber nicht unser weibliches. Also ist definitiv was faul. Definitiv. Wilzo. Ja. Ich kann's dir bestätigen. Die Wölfe greifen definitiv die Tiere an. Okay. Weil ich habe gerade wieder einen Boggy Round mit Pitti männlich gefunden. Total blutbesät. Heftig. Haben sie auch ein großes Ding gerissen, ey. Definitiv. Ja. Also es hat ein Gewicht gehabt von 334,9 Kilo. Aber sagt no score. Na, hast du das vorher angeschossen? Nein! Das okay. Das ist kein Abschuss von mir, das ist definitiv von den Wölfen, weil sagt, das ist total. Warte, ich mach dir mal ein Foto und schick's über WhatsApp. Bild ist unterwegs. Das war ziemlich nah. Mann, wo ist das scheiß Vieh hin, ey? Wir locken es mal an. Aber da hat sich die Hand was einfallen lassen. Das finde ich natürlich. Ich werde bekloppt. Ich suche mir hier den Wolf ab und hier liegt es im Gebüsch drinne. Das Angeschossene. Hals! Naja. Ja, Dani, das Problem ist, dieses Wapiti, dieses männliche, habe ich nicht erlegt. Das waren diese Wölfe. Die greifen hier auch andere Tiere an. Bis jetzt haben sie nur bloß die Wapitis angegriffen. Ich habe noch keine anderen Tiere entdeckt. So, das gleiche Fall war mir auch mal gewesen. In der Anfangszeit von meinen See Hunter Laufbahn saß es mit dazu. Auf der Map Lodger's Point gibt es auch diese Kojoten, wo See Hunter die Waldkaninchen eingefügt haben, haben die Kojoten die Hasen angegriffen und ich habe es gesehen. Nur da hatte ich leider noch keinen Livestream gehabt.
Auf Twitch, natürlich, meine ich jetzt damit. Aber es war nur reiner Zufall gewesen. Wow. Was machst denn du jetzt? Oh. Bleibt das Tier einfach davor stehen. Und Basco macht nichts, er guckt das bloß blöde an. So, jetzt brauche ich neues Mokazin. Schon Bär. Körper linke Lunge beim ersten Schuss. Hab ich den ersten wieder daneben getroffen oder nicht getroffen? Ne, beim zweiten, so rum. Oh, 11 Abschüsse schon. Dani, kannst du mir mal bitte mal sagen, ob mein Stream flüssig läuft oder ruckelt? Sag mir das mal bitte. Oder schreib es mir mal am besten. Meine Lieblingsmap ist Hirschfelder. Da habe ich mich auch größtenteils auch ausgebaut, wegen die Kanadagänse und Wildschweine. Aber die neue Map hat natürlich auch voll fettes Potenzial. Also, aber die müssten noch ein paar Verbesserungen reinmachen, wie zum Beispiel vielleicht ein paar Bäume entfernen oder halt auseinander machen, weil jedes Mal bleiben die Tiere da drinnen hängen. Eine Seite ist es auch gut für uns Jäger, ne? Ohne Probleme kann man es abknallen, ist aber auch scheiße für unsere Hunde. Die bleiben natürlich da auch drinnen hängen. Sonst ist die Map gut gelungen, würde ich meinen. So, wo geht's zum See? Wo geht's zum See? Da geht's zum See. Machen wir zum See hin. Basco, komm mit. Okay. Keine Ahnung, warum das so lookt. Ich habe ein Upload drin von 3,5. Hab eine 50.000er Leitung. Ich weiß nicht, woran das liegt. CPU-Auslastung habe ich jetzt gerade circa. Komm, zeig's mir. 85% CPU-Auslastung von einem 8-Kern. Und 5,7 GB Arbeitsspeicher von 8 GB. Also, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ja, die Map habe ich auch ausprobiert. Fall Boses, das war ja glaube ich jetzt die Map gewesen mit den Braunbären, wenn ich jetzt richtig liege. Die Map ist auch nicht schlecht, dort gehe ich sehr gerne Waldkaninchen jagen. Einfach vor einem Loch sich hinhocken und dann abballern, wenn sie rauskommen. So kann man auch wunderbar auch den Hund aufleveln lassen, der die, wie zum Beispiel Fasane, Kanadagänse, Waldkaninchen adoptieren kann. Die Map ist auch nicht schlecht. Die Wildsau zum Beispiel, die hat da sogar schon Steinböcke gejagt. Nicht wahr, Wildsau? Ja. Und die Karte habe ich auch ausgebaut. Na, du bist ja voll extrem drauf gewesen. Und da haben wir schon das nächste weibliche Tier. Die Stelle hier unten, die ist gut. Frag mich mal.
Ich habe bis jetzt, glaube, 2 oder 5 Stellenböcke erlegt. Bin mir jetzt auch nicht gerade ganz sicher. Aber ja, ich habe auch schon eine Gelegenheit gehabt. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch Glück gehabt, dass ich ihn bekommen habe oder die bekommen habe. Weil die Viecher können ja auf die Berge hochrennen, was wir Jäger ja nicht können. Dafür brauchen wir ja diese Seile. Da hätte ich wirklich noch Glück gehabt. Nein, leider nicht. Würde ich aber auch gerne tun, wenn ich die Lizenz mal hätte. Oder mal mitjagen gehen, sagen wir es mal so, bei dem Jäger. Die Interesse hätte ich. Gerade da, wo ich zum Beispiel wohne, wir haben hier sehr viel vermehrte Wildschweine. Da muss man echt aufpassen, wenn man mit dem Auto fährt, sonst ist die Karre schnell wieder Schrott. Genauso wie Rehe. So, was haben wir hier? Okay. Ey, mein Hund, der hört überhaupt gar nicht, ey. Nee, Junge! Junge! Meine Fresse, ey. Ja, wenn du so lange nicht dich gelassen hast, würde ich auch nicht auf dich hören. Gestern uns heim. Sie Hunter mit Pause dazu gerechnet oder ohne Pause? Also angefangen, die Hunter zu spielen, war 2000. Oh, lass mich jetzt lügen. 2012. Ich glaube, 2012 hatte ich angefangen, mit die Hunter zu zocken. Oh ja, Pasco, bleib. Und den Locken an, ja, wie wunderbare Sicht. Nee, das war der falsche. Danny, ich danke dir für dein Follow. So, mal gucken, wo jetzt dieser Bursche hängt. Hier kommt auf jeden Fall was. Irgendwo hinter mir. Uns mal ganz langsam. Merken wir uns. So, mal gucken, wo jetzt dieser Mordhirsch männlich ist.
muss ja theoretisch auch irgendwo sein. Ja, Dani, wünsche ich dir auch einen wunderschönen Abend und falls ich nicht mehr online kommen sollte übers Wochenende, ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Und danke, dass du zugeschaut hast. So, wo ist dieser Mordhirsch? Ich rufe noch einmal. Ja. Hier. Theoretisch musst du aus dieser Richtung gekommen sein. So, Frank, ich bin nicht mehr oben, wenn du falls mitgekriegt hast. Wo hängst du denn jetzt rum? Ich bin jetzt wieder unten. Ah, bei mir in die Nähe. Circa 2,1 Kilometer entfernt. Schnauze voll. Katastrophe da oben. Da bist du wirklich einsam da oben. Du hast keine Vögel, gar nicht. Ich werde oben ans Wasser gehen. Jo, mach das. Das ist echt gute Chance. Da gibt's jede Menge, diese Wapitis und Bären. Bären. Nehm am besten einen Bogen mit. Bogen oder Armbrust, wenn du das hast. Bogen? Mhm. Auf den Bären? Nee, nicht unbedingt auf Bären, aber wenn jetzt zum Beispiel gerade ich zum Beispiel im Fall, ich habe mich hingelegt und höre hinter mir die Schritte. Weil ich da gerade einen männlichen Mordhirsch einen Blick hatte. Damit du dann schnell mal fix mal einen erledigen kannst, damit der andere nicht abhaut. Weißt du wie? Ah, damit ich leise bin. Richtig. Was sagst du, ist eigentlich Armbrust besser wie Bogen, oder? Armbrust definitiv. Ja? Weil den Bogen, wenn du den gespannt hast, tut der nach der Zeit dann automatisch den nach unten senken. Wackeln, was? Wie es mit Wackeln? Ja, wackeln ganz normal, wie es mit dem Anfang Waffe auch hast. Stabilisiert sich auch nach der Zeit. Bei der Armbrust ist es so, die ist so wie normales Gewehr. Das heißt also, die kannst du dauerhaft gespannt lassen und hält genauso wie ein Gewehr. Ah, das klingt schon mal gut. Wenn du noch keine Armbrust hast, dann solltest du lieber warten, bis sie wieder im Angebot sind. Dann machst du nichts verkehrt. Gerade die Schwarze zum Beispiel, mit der bin ich sehr zufrieden. Ich höre schon wieder was. Wo ist ein Hund? Dort. Wo bist du? Ich höre dich. Da bist du. Erwischt. So. Zwei Tiere haben wir jetzt am Suchen. Judy, den einen haben wir ja markiert. So, erstmal neue Pfeile reinsetzen, die sind nämlich leer. So, mal gucken, was haben wir hier getroffen. Körper. Wir haben hier nur bloß Körper getroffen.
Na gut, okay, Pascal, komm her. Du nimmst erstmal diese Spur auf. Oh, komm schon. Pascal, jetzt komm her. Komm. Ja. Alter, übelst du Lex? Keine Ahnung warum. Aber Frank ist übelst gut, Alter. Und guck mal. Der macht mich heute nackig. Ich doch nicht. Klar. Pascal hat Level 8 erreicht. Oh, ein Dickhornschaf entdeckt. Ein Dickhornschaf. Dickhornschaf. Oh, zeig. Zeig mal dein Frauchen das Bild mit diesem zerfleischten Wapiti. Ah, weißt du was Neues? Es gibt doch jetzt Wölfe hier. Und wir haben jetzt, wir denken jetzt wahrscheinlich, dass der Wolf andere Tiere angreift. Also wir haben schon zwei Tiere gefunden, die schon tot waren. Und wir waren das auch. Und total blutig. Und total blutig, sagt Frank. Ich hab dir ein Foto geschickt auf dein Handy. Heftig, oder? Alter! Da haben sie sich echt was einfallen lassen. Also, wir haben jetzt Konkurrenz. Mhm. Das denkst du, warum ich mich so beeilen tue mit den Abschüssen? Ich glaube, das Tier haben wir gleich. Flüchtend, flüchtend, flüchtend. Hier ist wieder ziehend. Ja, und das ist nämlich das, was ich meine. Hier bleiben einfach die Tiere hängen. Weil hier müssen sie noch ein bisschen bearbeiten, definitiv. Und da weiß ich noch hier. Die Schnellmap hier. Ja, ja. Nur auf den Biefer nicht schossen. Auf einmal geht er da in die Luft. Das war bestimmt auch ein Schauspiel für die Götter. Da sind wir weiter hochgestiegen. Ach, fuck. Scheiße. Anfängerfehler gemacht. Und ich... Aufmerksam genug. Hau auf, Rülle, scheißen tut es noch. So, wo ist mein Hund? Ah, da hinten. So, wo ist mein Hund? Da hinten. Cool wäre es, wenn die eigenen Hunde auch die Tiere angreifen würden oder könnten. Das wäre natürlich auch spitze.
Sofern er nicht schon wieder zu weit von meinem erstgeschossenen Tier. Flüchtend, den fängt es natürlich wieder an zu regnen. Oh. Durch diesen scheiß Regen habe ich das Tier jetzt nicht mitbekommen. Was ist denn eigentlich mein Hund hin, ey? Da oben. Immer noch flüchten. Ziehend. Ziehend. Ziehend ist gut. Also wenn ich das scheiß Vieh sehe, mache ich so einen Gnadenschuss mit der Großen. Lass mal finden. Ich habe keine Ahnung, wo mein Hund drin ist. Oh, kein Bock hier auf 5 Euro auszugeben, nur bloß wegen dieses GPS-Teil für den Hund. Ziehend 1 bis 13 Minuten. Das ist ziemlich nah. Da liegt es doch sehr schön.
Ja, schön, Basko. Ja, ja, jetzt komm her. Komm her. Bitteschön. Hast du fein gemacht. So, das war's erste. Jetzt wieder zurück. 25 Abschüsse mit Armbrust. Oh Mann. So, jetzt zurück zum Punkt hinlaufen und die nächste Spur aufnehmen. Oh. So, ich hab hier die Weibchen und Männchen. Mal gucken, ob ich es hinkriege mit dem Bogen. Jo. Boah, 12 Abschüsse, ey. Lange ist es her, dass ich so gut war. Da hinlegen kann ich mich nicht, scheiße. Mit der Armbrust kannst du dich hinlegen. Aber mit dem Bogen nicht. Nee, mit dem Bogen nicht. Scheiße. Deswegen nutze ich immer die Deckung entweder von Büschen oder von Bäumen. Geh ich mal hin am Baum. Komm her. Warte aber, bis es nah ran genug ist. No. Und? Hast du? Oh, mit dem Pulsar, du hast den neuen schwarzen Bogen, ja? Hm. Geil. Wie ist er so? 4 Rennweiler. Okay. Oh. Das war geil. Und, wie ist er so? 4 Rennweiler. Geilste Aussage ever. Ey, der stand vor meinem Nase, ich hab's noch nicht mal wirklich getroffen. Okay. Stand es zur Brust zu dir oder seitlich? Brust. Brust. Ey, hier ist kein Blut, gar nicht. Ja, lass es mit dem Hund suchen, wenn du ihn bei dir haben solltest. Ich mal dabei. Ey, aber wie hart bin ich eigentlich? Das weiß ich nicht. Wie viele Bier hast du schon weg? Na, eigentlich gar nicht. Och, ey. Tja, dann ist es halt so. Da Pidi sitzt jetzt bestimmt in der Busch und lacht sich einen ab. Naja, nicht unbedingt, ne? Du weißt doch, wie es ist, Anfangswaffe. Da siehst du doch kein Blut. Oder Körpertreffer. Das kommt dann halt je nachdem, wie viele Abschüsse du mit der Waffe machst. Also mit dem Bogen noch nicht viel. Ich habe meinen Bogen bzw. meine Armbrust aufgelevelt, wo ich hier diese, Waldkaninchen gejagt hatte. In, ich glaube, das hatte Dani geschrieben, mal gucken. Fallbosses. Mit den Braunbären. Da kann ich das nächste Mal, Pitti. Versuchen wir es nochmal. Yeah.
Mal gespannt, wann meine Frau schon nach Hause kommt. Müsste eigentlich auch bald sein. Wir haben es schon kurz um 7. Achso, übrigens, was ich noch sagen wollte, Großer. Ja. C-Hunter hat eine Fortsetzung von C-Hunter rausgebracht. Das soll angeblich noch realistischer sein und so weiter. Wie? Davon gibt es zurzeit eine Beta. Was, eine Fortsetzung? Was soll da anders sein? Grafisch, Tierverhalten und so weiter. Mehr realistisch. Da sollte die Frost Engine mit drinne sein hier von Battlefield. Wo kann ich da gucken? Auf der C-Hunter Webseite. Okay. Kann mir das gar nicht vorstellen, aber. Wäre cool, wenn. Da muss ich gleich mal gucken. Wäre cool, wenn die da hier sowas wie Windtier, Windrichtung und. Ja, das wäre. Also, die haben, seit von C-Hunter, das Spiel, was wir spielen, haben sie fortgeschrittener gemacht, also verbessert. Auch die Grafik mäßig haben sie verbessert und haben dadurch, ja, den zweiten Teil rausgebracht. Und das ist erst eine Beta, geschlossen. Das ist eine Beta. Ich kann mir nicht vorstellen, und sagen wir mal, das kommt jetzt da raus. Musst du das da extra runterladen? Ja. Was mit dem alten Spiel? Das sind zwei unterschiedliche Spiele. Ja. Ja. Wo ist die Spur? Ah, hier. Jetzt nicht. Warte, Hirsch, das war's nicht. Scheiße, ich hätte mir direkt Punkt hinsetzen sollen mit dem Fernglas. Und nicht mit dem Cursor. Scheiße. Also Schlag vor uns lag ich hier. So, und hatte mich dann langsam nach hinten gedreht. Ne, was gemacht hier nichts. Und muss das aber hier irgendwo erwischt haben.
Nee, auch keine Blutspur. Ach, verdammt Axt. Ich hätte es mir markieren sollen. Also verstehe ich das richtig? Also wenn, sag mal, wenn das von Sander das an neues Spiel rauskommt, war, theoretisch dann zwei Spiele. Ja, die haben dann zwei Spiele, ja. Kein Sinn. Nur das, das ist doch schon realistisch. Ja. Schon, aber die haben da das irgendwie noch richtig verfeinert. Irgendwie, ich weiß es nicht genau. Also, ich habe bloß einen Trailer gesehen von denen. Und die Beta. Das sind irgendwas mit 35 GB. Ach du Scheiße. Da könnte man Probleme kriegen mit der Grafikkarte mit Spielen. Ja, also ich definitiv. Wenn ich mir die Grafik richtig angeguckt habe. Kacke. Also aber ja, aber dein Frauchen zum Beispiel, die könnte es auf hochauflösend spielen. Flüchtend. Oh, willst mich verarschen. Ey Frank, du hast recht, hier wimmelt's von Tieren. Das sag ich doch. Ich hab einen Bären und einen Maultierhirsch hier in der Nähe. Na, ich hatte jetzt nur bloß einen Maultierhirsch. Den Bären habe ich noch nicht gehabt. Ich suche gerade nach dem angeschossenen ersten Maultierhirsch, den ich vor uns angepiekst habe. Wahnsinn, das war das. Aber ich finde nicht die Spur mit dem Blut. Mann, wo hatte ich den mich hingelegt gehabt? Schlachterklub hier. Grizzlybär, okay. Mit der 300er, im Ernst jetzt? Liegt er? Jo. Scheiße! Oh. Der wollte gerade losrennen, ist doch noch umgefallen. Oh. Oh mein Gott. Er hat dich gerade gefragt, liegt er? Da sagst du ja und da sagst du Scheiße. Ich hab's nicht gesehen. Dachte, er war tot, auch der stand noch, dann ist er umgefallen. Steh auf, Männchen. Scheiße, ey. Und ich komm nicht ins Wasser. Mmh. So eine Scheiße. Das ist nicht dein Ernst. Oh nee. Ich komm nicht ran. Oh das nee. Das ist natürlich ärgerlich jetzt, ja. Oh, das ist doch für ein Arsch. Ach doch, ich bin rangegangen. Ach, Quatsch. Weiblich wieder. Oh. Das macht nichts. Bestätigter Abschuss ist bestätigter Abschuss. Körper, Eingeweide, Magen. Boah. Und noch 35 Kilo. Nicht schlecht, mein Hecht. Boah, Maultierhirsch, jetzt hat die Klappe, ich suche nach dem ersten. Ach
Reichweite 60 Meter. Hm. Ja, das wäre echt eng geworden, wenn der doch noch leben würde. Mann, das gibt's doch nicht. Ich weiß doch hundertprozentig, dass das scheiß Vieh angeschossen habe. Hab sogar gesehen, wie es gesprungen ist. Wo ist denn das scheiß Vieh hier? Oder habe ich es etwa doch eingesammelt? Wieder weiblich. Hübsch. Einfach mal abhängen. Ich denke mal, der wird Doc rummeckern. Warum? Weil ich die Blutspur nicht finde von dem Vieh, was ich vor uns angeschossen habe. Ich habe vor uns zwei Tiere angeschossen. Ihr sollt jagen und nicht baden. Deine Frau fetzt wieder. Verzeiht, dass ihr Rechner wieder kommt, ey. Ja. Ich hatte da nochmal angerufen. Hm? Und wir. Folge Woche. Wie gesagt, der Rechner ist angekommen und wahrscheinlich jetzt die Woche kommt er wieder. Okay. Und die schicken mir dann die E-Mail hier, was das für ein Problem war und so. Bin ich mal gespannt. Ich auch. Ey, das gibt's doch hier nicht. Wo ist die scheiß fucking Spur? Weil der Typ am Telefon sagte, wahrscheinlich hat es irgendwie Windows 10, hat es irgendwie selber weggeschossen. Das ist halt das, was ich ja meinte, Großer. Windows 10 ist noch nicht so ausgereift. Ich lasse es gleich mit den Scheißvieh. Oder die Wölfe haben sich wieder geschnappt. Das mein, kann auch sein. Mein Blut riecht ja lecker, ne? Was ist so? Oh.
da haben wir eine Spur, was ist denn das? Die Spur kenne ich doch schon. Maultürsch, aha. Wow. Wolf. Ein Wölfchen. Oh, da hinten ist was. Na dann, Waldmannsheil. Maultürsch männlich, juhu. Na dann. Jagd frei. Sogar zwei. Mhm. Zwei Männchen hier. Okay. Ach, scheißegal, ich lasse jetzt die Spur sein, ey. Schnauze dicke. Drei Maultürhirsche männlich. Ja. Bin ja schon auf dem Weg. Dass wir nicht noch immer am Schuss kommen, ey. Abschüsse lassen sie zwar gut sehen mit 12 Abschüssen, aber einer geht noch. Bin circa 1500 Meter von dir entfernt. Also je nachdem, wenn du es wirklich gut schießen tust, kann es passieren, dass sie mir entgegenkommt. Wie jetzt? Auf alle drei? Ja, habe ich erwischt. Okay. Den ersten habe ich mit und den zweiten, den habe ich zweimal geschossen und das weitergelaufen. Hm. Schreibe ich mal mein Frauchen. Oh, nicht schlecht. 150. Zeit liegt der für Maultierhirsche der Rekord 286, wenn ich recht erinnere. Ach, mein Frauchen ist schon zu Hause. Dann hatten die mir die Nachricht geschickt. Okay. Judy, dann sammle bitte noch deine zwei Tierchen noch ein. Ja, hab ich. Hast du deine zwei, ja? Ich guck mal schnell.
Gut. Hast du ja. Alle zwei. Ja. Zweiten finde ich nicht mehr. Na, dann suchen wir den noch. Bei Punkte und Abschüsse sind Punkte und Abschüsse. Ja, ich finde auch den Blutschwur nicht. Ich hab meinen Hund bei mir. Renn doch in den Wolf rum. Ich hab einen männlichen Maultierhirsch. In deiner Nähe. Kann auch Sinn, ja. Bei mir, wenn du in meine Richtung läufst. War das ein Weibchen oder Männchen? Männchen. Hallo Dani, willkommen zurück. Ja. Ein weibliches Maultierhirsch habe ich gefunden. Das zweite, keine Ahnung. Ist einfach weg. Und jetzt habe ich gerade einen männlichen Maultierhirsch. Und, ja. Wilzer sucht seinen zweiten Abschuss. Aber der Leistung geht nicht mehr lange, da meine Frau schon nach Hause gekommen ist. Wir suchen jetzt nur noch bloß seinen zweiten Maultierhirsch und dann muss ich leider den Livestream beenden. Wir sind ziemlich nah. Was für ein Stein. Vasco, bleib mal stehen, bitte. Schön im Bären. Na, sowas hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Hast du gefunden? Abend. Wo bist du? Das ist jetzt zurzeit der aktuelle Stand von der Multiplayer Session. Versucht mich hier zu verarschen. Dieser Maultierhirsch.
Scheint aber definitiv nah zu sein. Bosco, bleib. Sieben bis 20 Minuten. Wie sieht's bei dir aus? Was? Hast du schon was gefunden? Na. Definitiv die falsche Spur. Er ist bestimmt den Berg hochgerannt. Boah, sie hat das leckt schon wieder total, ey. Gut, ich gehe raus, bringt nichts. Judy, dann durch das Spiel. Geh du zuerst raus, bitte. Ja. So. Dun, 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 dun. Ich hätte gerne meine Statistik gesehen, aber auch nicht schlecht. So, Ranglisten, Wettbewerben, wo warten das jetzt? Nö, du hängst, wieso hängst du? Das ist nicht nett. Ah. Jetzt mit der Statistik. Logdateien? Nee. Malter, männlich geschossen, Grizzlybär. Dickhornschar. Bei war Pity, Männchen. Unten war Pity, Weibchen. Oh ja. Hm. Das jetzt so. Soll ich ja jetzt noch eine Karte aufmachen? Statistiken. Letzte Jagd. Genau, das wird man haben. Jo. Das war's, Weibchen. Hier haben wir den Bären. Kilo. Der Quizzy war geil. Der war so richtig schön weiß. Also so grauschimmernd, keine Ahnung.
Blond, ja, muss doch. Blondes Weibchen. Sah aus wie so ein Teddybär. So, einen grauen Wolf haben wir erlegt. Aber die gefundenen werden mir nicht angezeigt. Nee. Nö. Die werden ja nicht hinterlegt. Schade. Oh, das sieht schon ein bisschen extrem aus. Ist schon. Man könnte denken, das Vieh hat sich einen Arsch verbrannt. So rot ist das. Ja, das kann ich leider nicht wirklich sagen, da ich leider keine feste Zeiten habe. Ich gebe das aber meistens immer bei mir auf meine Facebook-Seite bekannt, wenn ich einen Livestream mache. Ist ja der Link, der ist ja mit drinne. Und sonst, ja, kann ich, wenn du das möchtest, dich bei Twitch anschreiben. Also über Flüsternachricht, das könnte ich zum Beispiel auch machen. Geweih ist heftig. Tja, das war die Jagd. Judy, Dani, wir tun uns einfach mal gegenseitig mal zuflüstern. Oder halt, wenn du möchtest, kannst du mich auch bei Facebook. Der Link ist ja in meiner Infoliste drin. Ja, falls du auch Seehunter spielen solltest, kannst du mir sogar auch eine Freundschaftsanfrage schicken. Da habe ich auch kein Problem damit. Dann könnten wir ja gleich beim nächsten Mal zusammen jagen gehen. Vielleicht sogar auch zu dritt. Jo, alles klärchen. Ich bedanke mich trotzdem nochmal, dass du mit reingeschaut hast. Und natürlich auch für die YouTube-Abonnenten, die mein Video gesehen haben, bedanke ich mich natürlich vielmals fürs Zuschauen. Und ja, man sieht sich.